Wenn man heute die Kommunikation mit den Maschinen und die Interaktionen mit Geräten anschaut, das Bild kennen Sie alle. Ich glaube, wir haben über die letzten 50 Jahre, wo wir IT eingeführt haben im Krankenhaus oder in unserer Gesellschaft, ein paar Dinge ignoriert. Ich glaube, das ist nicht das Zukunftsmodell von der Welt, die wir für die Zukunft haben möchten. Das Bild kennen Sie alle. Ich sehe Ältere mit ihren Kindern am Tisch sitzen, gebe das Kind ein iPad und stelle das Kind ruhig. Und die Technologie ist nicht dafür geeignet, irgendwo den Mensch zu ersetzen. Aber was haben wir im Krankenhaus gemacht? Im Krankenhaus haben wir die Krankenschwester belastet mit Technologie, mit verschiedenen Tools. Und das hat dazu geführt, dass die Krankenschwester heute laut Studie nur 30% ihrer Zeit am Patient arbeitet. Es kann sein, dass es in einigen Abteilungen 50% ist, 40% oder 10%, aber die Krankenschwestern sind zu Dokumentationshilfe, Administrations-, Koordinationshilfe geworden und da sieht man eine Menge Probleme. Es gibt auch höhere Burnout-Rates, sind nicht zufrieden. Das Krankenhaus ist nicht mehr ein Raum oder eine Unternehmung, wo die Krankenschwestern alle glücklich strahlen, weil sie am Patient arbeiten können. Das Gleiche gilt für die Ärzte. Ich rede über Desktop-Ärzte. Ich finde das unglaublich, wenn ich jetzt bei einem Arzt sitze, dass da zwischen dem Arzt und mir ein Bildschirm dazwischen, eine Mauer aufbaut und der Arzt sich vor 6 Minuten hinter die Tastatur versteckt, wo ich 1 Minute oder 2 Minuten untersucht werde. Ich glaube, da haben wir auch etwas falsch gemacht. Ich glaube, das können wir besser. Und die kognitive Technologie, die viele mögliche Daten verarbeiten können wie ein selbstfahrendes Auto, das 6 verschiedene Sensorik hat und die Daten verarbeitet. Man muss als Mensch gar nichts machen und das Auto fährt durch die Gegend und nützt künstliche Intelligenz, um die Daten zu verarbeiten. Ich glaube, das ist, was wir Cognitive Computing oder künstliche Intelligenz nennen. Das sind Systeme, die in der Lage sind, alle Art von Daten zu verarbeiten. Das hat man schon gesehen vorher bei diesen Startup-Pitches, dass es Unternehmen gibt, die jetzt, oder wir kennen das vom Alexa oder vom Watson oder vom anderen, dass man mit den Geräten sprechen kann. Wir werden die Tastatur eliminieren. Wir werden Geräte haben, die sehen können wie selbstfahrende Autos. In die Krankenhäuser wäre das aber die Radiologie oder die Pathologie oder vielleicht die automatische Berichterstattung in die OP, wo dann der Arzt gar nicht mehr diktieren muss, aber das Bericht automatisch generiert wird, weil das Gebäude und diesem Raum verstehe, was in dieses Gebäude stattfindet. Die Tastatur und die IT und die Technologie verschwindet im Hintergrund. Und wie mehr man solche Systeme anwendet, wie mehr Daten die Systeme generieren und wie besser die werden. Und das ist neu. Früher hat man ein System eingeführt und das war immer dann gleich intelligent. Jetzt durch die Nutzung von diesen Systemen generiert man Daten. Das muss man richtig einführen. Man soll nicht dafür sorgen, dass wir als Mensch das Produkt werden und die Daten von uns verkauft werden. Das muss man in ein richtiges Geschäftsmodell mit richtiger Linie vom Datenschutz und Verschlüsselungstechnologie bearbeiten oder implementieren. Aber das ist eine Riesenchance in der Medizin, weil die Medizin lebt ja vom Daten. Das heißt, wir werden in der Zukunft Systeme aufbauen, die sehen können, riechen können, die genauso die Sinne haben, wie wir als Menschen das haben, die hören können. Es gibt Sensoren, die unterscheiden können heute zwischen einem Magentumor oder einem Magengeschwür aus Atem heraus. Atem wurde früher in die Diagnostik vor 200 Jahren verwendet. Man wird sehen, dass es Technologie geben wird. Ich bin mit deutschen Autoherstellern im Gespräch. Und die versuche jetzt auch in diesem Luftraum Analyse durchzuführen, die dann den Gesundheitszustand von der Fahrer oder Informationen über den Gesundheitszustand der Fahrer mitteilen können, damit man eine optimale Umgebung kreiert. Man kann diese Komponente analysieren. Das heißt, es gibt völlig neue Art und Weise, wie wir Technologie implementieren können. Jetzt haben viele Leute Angst vor diesen Technologien und man liest echt böse Szenarien. Klar, man muss da extrem aufpassen. Die Technologie falsch eingesetzt, denk an das Militär oder andere Bereiche, können Angst verursachen. Aber die Technologien sind in vielen Dingen besser, die für die Medizin relevant sind.
Die Technologie ist in der Lage, Bücher zu lesen, medizinisches Know-how auf Knopfdruck zu lesen, zu bearbeiten und an der Patient oder an der Arzt oder an die Krankenschwester zu bringen. So das Entdecken von bereits bestehendes Wissen. Dann sind die besser mittlerweile als Menschen in Sprache zu erkennen. Die haben auch keine Vorurteile. So ein System hat keinen Einfluss durch ein Interesse, die er bestimmt hat, sodass er mit bestimmten Lieferanten zusammenarbeitet oder bestimmte Studien bevorzugt. Die sind total neutral. Was die Systeme aber nicht tun, die sind nicht emotional. Die sind nicht in der Lage, Empathie, Emotionen, das, was wir als Mensch eigentlich, was uns unterscheidet von Maschinen, zu verarbeiten. Und das ist auch eine Hoffnung, wenn man das implementiert. Und ich gebe mal ein paar Beispiele in die Medizin, wie die Medizin sich ändern wird. Und ich sage immer, grundsätzlich wird die Medizin sich so ändern, dass wenn wir viele Daten sammeln können, dass wir weggehen von das Reaktive nach das Vorbeugen von Krankheiten. Wir werden viel mehr in der Lage sein, Dinge vorauszusagen. Die Entscheidungen, die wir treffen, werden nicht basieren auf Regeln, die werden basieren auf Algorithmen, die entwickelt werden. Symptome werden weniger wichtig, aber die Daten werden übernehmen. Die Daten, die wir über unseren Körper, über unseren Lebensstil, das, was ich esse, das, was mein Blut sagt, mein Genomdiagnostik, all diese verschiedenen Daten, die man heute sammeln kann, die werden extrem wichtig. Und das führt auch dazu, dass man organisatorisch Wissen skalieren kann. Das heißt, früher musste man zum Arzt gehen und der hat das Wissen gespeichert gehabt im Gehirn und dann hat er das Wissen angewendet und dann behandelt. Wenn wir das Wissen replizieren können über einen digitalen Service, dann können wir das, wie Angelika Merkel auch gesagt hat vor 2 Monaten, auch nach Afrika bringen. Dann können wir in Länder wie Afrika deutsches, medizinisches Wissen skalieren und exportieren. Das ist neu. Das habe ich nicht in der Lage gehabt, das zu tun. Und ich gebe ein Beispiel hier. Leider funktioniert das Video nicht, sehe ich. Wir haben bei IBM Lösungen entwickelt, die die Zukunft etwas zeigen. Das ist eine Melanom-Erkennung über ein iPhone. Wir haben nur 5000 Bilder gebraucht, um das System zu trainieren. Aber die 5000 Bilder, die waren kuriert durch ein führendes Krebsinstitut. Jetzt sind wir in der Lage, oder ist ein Hausarzt in der Lage, eine viel genauere Diagnose zu machen als ein Hautarzt, das macht, das haben wir mit Studie, Peer-Review-Studie belegt, als ein Hausarzt, das macht heute mit einem iPhone und einem elektronischen Dermatoskop. Und während die letzten 12 Monate, es tut mir leid, dass es auf Englisch ist, habe ich die Studie gesammelt, die zeige, was da passiert. Da sieht man das in die Pathologie, in die Dermatologie, in die Radiologie, in die Retinopathie, dass Algorithmen anfangen, besser zu performen oder zu leisten, als Ärzte das heute machen. Und das macht Angst bei vielen Leuten. Aber wenn man die Medizin heute betrachtet, gibt es Fehler. Das muss keine Angst machen. Wir können Fehler anfangen zu eliminieren. Das heißt aber nicht, dass wir Ärzte ersetzen werden, weil es gibt sehr viele Studien, die belegen, wenn der Arzt und ein Algorithmus zusammenarbeiten, dass die dann noch eine viel höhere Genauigkeit haben. Und das haben wir selbst erfahren. Mit IBM haben wir in 96 einen Schachcomputer entwickelt, der die Menschheit geschlagen hat. Garry Kasparov. Dann hat man gedacht, jetzt ist der Computer besser im Schach. Jetzt sind wir 10 Jahre später in die Lage, jetzt die Maschine wieder zu schlagen, indem dass man Teams zusammen mit Maschine gegen die Maschine arbeiten lässt. Und die sind besser als die Maschine. Und das heißt, in der Zukunft ist es ein Zusammenarbeit und nicht ein Ersetzer. Und das müssen wir, und deshalb ist es, finde ich es großartig, dass wir mit das Klinikum in Schleswig-Holstein die Zukunft gestalten können. Weil wenn man sie gestalten kann, dann kann man auch die Zukunft so gestalten, dass wir den Mensch nicht ersetzen. Ich glaube, wir haben bessere ethische Werte als andere Regionen in der Welt. Und ich sage immer, dass wir nur Führung oder die Ethik reinbringen können, wenn wir die Führung übernehmen. Und ich habe ein Beispiel genommen von der Luftfahrtindustrie. In die Jahre 60 hat es 6 Piloten gebraucht, um einen transatlantischen Flug zu machen. Jetzt brauchen wir 2 Piloten. Für einen transatlantischen Flug werden jetzt nur bei der Landung noch Menschen genutzt. Das Aufsteigen des Flugzeugs geht vollautomatisch. Während des gesamten Flugs fliegt der Pilot weniger als 5%. Wenn man dann
so das hört, das sind Algorithmen, das ist Machine Learning, das ist künstliche Intelligenz. Wenn man dann sieht, dann was passiert ist, die Unfallstatistiken, die sind deutlich heruntergegangen. Das heißt, dass die Maschine keine Fehler macht, die Flugzeuge, wir haben viel mehr Flüge als vorher und wir haben viel weniger Unfälle. Und ich erwarte das Gleiche in der Medizin. Wenn wir die Algorithmen einsetzen, dann werden wir auch in der Lage sein, weniger Fehler zu machen, weil Fehler machen ist menschlich. Wir werden auch in der Lage sein, neues Wissen zu generieren. Und ich finde das ein unglaubliches, gutes Beispiel hier, was passiert, wenn man Genomdaten verknüpft mit Daten von einem Messgerät, die kontinuierlich meinen Blutzucker misst, bei Diabetespatienten. Dann sieht man auf einmal, dass wir kein Typ-2-Diabetes haben, aber man sieht dann in die Analyse, dass es bei Typ-2 drei verschiedene Arten von Patienten gibt. Wir werden viel präziser in der Medizin. Wir werden viel genauer, weil jede Gruppe hier wird eine neue Therapie brauchen. Und die sind erfolgreich. Wir haben ein ähnliches Projekt gemacht in einem Krankenhaus in Toronto, wo wir in die Neonatologie, da gibt es 14 verschiedene Geräte, die die Kinder monitort oder die Babys monitort. Und die Geräte haben Daten generiert, die nicht genutzt worden sind. Man hat die einfach nur abgeschrieben und dann Richtlinie regelbasiert abgelesen. Wir haben die Daten 2 Jahre lang gespeichert und dann analysiert und konnten einen Algorithmus entwickeln, die eine Sepsis, einen Infekt, 24 Stunden voraussagen konnte. Das war nicht in die Literatur beschrieben. Weil wir Menschen sehen die Feinheiten nicht. Das sind 1200 Datenpunkte pro Minute, die analysiert wurden von 14 Geräten. Das wird die Zukunft ändern, weil wir werden viel präziser. Und wie gesagt, wir können Wissen skalieren. Wir sind in der Lage, über ein iPhone jetzt die Diagnostik in Länder zu bringen, wo keine Pathologie ist, wo keine Krankenhäuser sind, wo wir das Wissen mittels ein iPhone verteilen können, verbreiten können. Ich sage immer, wenn man die digitale Medizin als deutsches Thema diskutiert, dann liegt man schon falsch. Deutschland ist eine Exportwirtschaft. Die digitale Medizin kann auch die Exportwirtschaft in Deutschland dienen, damit wir das Wissen, was zum Führen des Wissens in Deutschland gehört, anfangen zu skalieren. Das heißt, am Schluss, wir werden Fehler reduzieren, wir werden Wissen generieren und skalieren können und das ganz Wichtige, wir werden mehr Zeit haben für den Mensch, für den Patienten, wir werden die Dokumentationsanbindung, also die Zeit für Dokumentation und Koordination wird reduziert, weil wir automatisieren. Das heißt, ich glaube, die Zukunft sieht gut aus, wenn wir sie gestalten. Und das haben wir auch hier in das UKSH gestartet, IBM und das UKSH haben eine Initiative gestartet, das heißt, das Tastaturlose Krankenhaus. Und das sagt schon alles. Wir werden an die Zukunft gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Danke dir, Herr Sebastian. Vielen Dank. Also, das hat mich beeindruckt. Ich freue mich jetzt, dass wir ein Expertenpanel haben und bin begeistert, dass Herr Fullings bei uns ist. Herr Fullings ist Direktor Health der Firma Philips. Toll, dass Sie es geschafft haben, Herr Fullings. Freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Wir haben Herrn Rong hier. Herr Rong ist einer der Top-Experten der Firma Roland Berger. Die Firma Roland Berger sprechen wir noch gleich drüber, was Sie machen. Dann haben wir bei uns Herrn Professor Schrader. Herr Professor Schrader, Sie sind an der Universität zu Lübeck und machen mit dem UKSH zusammen verschiedene Dinge, über die wir gleich sprechen werden. Und wir haben Herrn Professor Kai Wehkamp, der bei uns in der inneren Medizin ist, nicht nur Arzt, sondern ich glaube, die Aufgabe hat, so das digitale Krankenhaus bei uns einzuführen. Herr Fullings, Philips ist einer der ganz großen Player auf dem Markt, wenn es um das Krankenhaus der Zukunft geht, wenn es um die Medizin der Zukunft geht. Was passiert da im Augenblick? Gerne an einem Beispiel, zum Beispiel in der Radiologie. Ja, ich glaube, erst wenn wir über Krankenhaus sprechen, sprechen wir natürlich auch über das Gesundheitssystem.
Und lassen wir ehrlich sein, auch hier in Deutschland, das Gesundheitssystem ist total nicht vernetzt. Wie oft gehen wir nach einem Hausarzt, müssen wir unsere Untersuchung haben, dann gehen wir nach Niederglasse, die gleiche Untersuchung und dann kommt man ins Krankenhaus und wieder dieselbe Fragen. Also ich persönlich glaube, die Zukunft wird ein Netzwerk sein, mit der Digitalisierung natürlich als ein wichtiger Enabler und Patient im Mittelpunkt. So, ich glaube, diese wird in Zukunft sehr wichtig sein, weil sie mit einer App wirklich ihre eigene Informationen steuern können, aber auch nicht jedes Mal die gleichen Untersuchungen machen müssen. Wenn wir nach in den Krankenhaus mal anschauen, wenn Sie fragen Radiologie, ja, da ist es ganz klar, das ist natürlich für uns als Philips eine große Veränderung. Es ist nicht nur die Hardware ist und bleibt wichtig, aber auch die Software und was man mit Software machen kann und dann natürlich auch die Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird wirklich die Medizin sehr verändern. Wenn Sie nur mal denken, wir haben jede Woche 2 Millionen Bilder aus Philips. So, insgesamt haben wir mehr als 140 Milliarden Bilder. Wir begleiten 250 Millionen Menschen in die Intensivstation. So, Sie können verstehen, das gibt natürlich unglaublich viel Daten, wo wir da wirklich Hilfe können, um die Diagnose, also auch in Radiologie, zu verbessern. Weil viele wissen das nicht. Viele Diagnosen sind nicht korrekt. Und ich glaube, da können wir noch mal an Hilfe. Okay, also dann hilft uns Philips dabei, dass unsere Medizin besser wird. Allein schon die Datenmengen, die Devices, alles Mögliche. Bin gespannt. Herr Rong, Sie sind bei Roland Berger und Roland Berger kennt, glaube ich, wie kaum ein anderes Unternehmen die Krankenhäuser der Welt in Deutschland und wahrscheinlich auch in Schleswig-Holstein. Was machen Sie in diesen Krankenhäusern und wo stehen wir in Deutschland, vielleicht sogar in Schleswig-Holstein, mit der Digitalisierung? Das ist natürlich ein sehr breiter Kanon von Themen. Ja, muss schnell gehen. Ich fange mal an mit der Frage, was wir machen. Also im Grunde sind wir Menschen, die Krankenhäusern dabei helfen, besser zu werden, ihre Prozesse besser zu lösen, strategische Fragen zu beantworten und wirklich alle möglichen Themen. Das tun wir weltweit. Ich selber mache das in Deutschland, Österreich und der Schweiz und habe deswegen immer wieder auch mit Herrn Fullings zu tun und Philips und anderen vergleichbaren Unternehmen. Wenn es jetzt um die Frage geht, was machen wir hier anders als andere, dann muss man natürlich immer auf die Strukturen der Gesundheitsversorgung gucken, weil das, was Krankenhäuser in Deutschland tun, das tun sie in anderen Ländern nicht und umgedreht. Beispiel Holland. Wenn Sie in Holland zum Beispiel zum Facharzt gehen, gehen Sie da ins Krankenhaus. Ja, da, wo Herr Fullings herkommt, da geht man zum Hausarzt für die einfachen Fragen und sobald man eine speziellere Frage hat, geht man ins Krankenhaus. Das heißt, wir haben also ein sehr spezielles System in Deutschland und deswegen sind die Fragestellungen, die wir in Deutschland haben, auch andere Fragestellungen, als sie in anderen Ländern der Fall sind. Aktuell bewegt viele das Schlagwort Digitalisierung. Ja, das ist ein Riesenschlagwort. Keiner weiß genau, was darunter zu verstehen ist. Ich will es mal so ein bisschen aufdröseln. Ein Punkt ist, und Herr Fullings hat ja eben sein Smartphone rausgeholt, wir haben heute neue Technologien. Ja, es gibt Dinge, die gab es vor einigen Jahren noch nicht und die kann man nutzen, um das zu tun, was wir eigentlich alle wollen, nämlich bessere Patientenbehandlung zu erreichen, unser Leben zu verlängern oder auch mit Krankheiten, die wir haben, besser leben zu können. Digitalisierung kann dabei helfen. Warum? Weil wir Lerneffekte hinkriegen, weil wir Dinge einsammeln können, Patientenerfahrungen sammeln können, Dinge, die bei einem Patienten irgendwo auf der Welt funktioniert haben, werden plötzlich transparent und können überall angewendet werden. Das sind einfache Beispiele, warum uns Digitalisierung etwas bringen kann. Und wir stehen übrigens ja kurz vor der Bundestagswahl morgen und haben auf den letzten Metern erlebt, dass es da sehr interessante Diskussionen auch gibt teilweise. Wenn Sie zum Beispiel sich mal angucken, in welchem Umfang Mitarbeiter in Krankenhäusern eingebunden werden in nicht wertschöpfende Administrationen, Bürokratie und solche Themen. Ja, da kann Digitalisierung helfen. Da können wir Prozesse besser machen, da kann man Dinge automatisieren. Und warum das Ganze? Damit es uns allen als Patienten, als Kunden besser geht. Denn es wird oft vergessen. Vielleicht,
vielleicht lassen Sie mich da einmal einhaken, weil wir haben Professor Kai Wiekamp hier. Den würde ich gerne einmal dazu direkt fragen und sagen, warum funktioniert es eigentlich im Krankenhaus nicht wie bei VW am Fließband? Warum schaffen wir es nicht, automatisierte Prozesse ins Krankenhaus zu bringen, wie VW es oder Mercedes, BMW, Audi Werk schafft? Ja, wichtige Frage, und wir alle sind sicherlich an dem Thema dran, doch viele von Ihnen. Das Problem ist letztendlich, dass Krankenhäuser unglaublich komplex sind. Peter Drucker, der Management-Papst, kennen Sie vielleicht alle das Zitat von ihm, dem er sagt, Krankenhäuser sind die komplexesten Organisationen, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts Komplizierteres als ein Krankenhaus. Und da ist viel dran. Natürlich kann man sich Einzelprozesse raussuchen, wie den der radiologischen Befundung, wo dann am Ende rauskommt, Patient hat eine Lungenentzündung oder Krebs. Das ist noch relativ überschaubar, auch wenn das auch schon unglaublich schwierig und komplex ist. Aber wenn Sie sich den Weg eines Patienten durchs Krankenhaus angucken, vielleicht gerade nicht in der standardisierbaren Medizin wie die Hüft-TAP oder so, sondern einen internistischen Patienten, der kommt... Das ist ein Gelenkersatz. Genau, Entschuldigung, aber stellen Sie sich vor, der Patient kommt mit Husten und man weiß nicht genau, was er hat. Und dann weiß man, er hat eine Lungenentzündung, aber dann hat er auch noch Brustschmerzen und hat einen Herzinfarkt. Und vielleicht tut es ihm auch noch am Knie weh. Also verschiedene Dinge, die plötzlich zusammenkommen. Das heißt, Sie können nicht wie in der Autofabrik sagen, ich will einen grünen VW, der einen Spoiler hat oder was auch immer Sie gerne haben. Sondern es ist sehr komplex und... auch nicht von Anfang an klar, was Sie eigentlich mit dem Patienten machen wollen, sondern es ist eine Dynamik, die sich durch den ganzen Prozess zieht, von Aufnahme bis zur Entlassung, die Sie vernünftig steuern müssen und die einzelnen Elemente, die Sie darin haben, und das ist das, was uns trotz allem Hoffnung macht, die einzelnen Elemente sind relativ endlich. Es gibt nicht Millionen von Maßnahmen, die wir im Krankenhaus durchführen können, sondern es gibt, ich weiß, wir wissen nicht ganz genau, aber wenn Sie eine innere Medizin angucken, dann gibt es vermutlich irgendwie so um die 1000 verschiedene Schritte, die wir so machen, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Es gibt halt die und jene Untersuchungen, es gibt die und die Pflegeeinheiten, und wenn Sie über diesen Weg daran gehen, dass Sie sagen, es gibt einzelne Bausteine, die wir kombinieren, dann kommen wir auch dahin, dass wir sowas organisieren können. Aber das erfordert sehr viel medizinisches Verständnis, pflegerisches Verständnis, auch Verständnis für den Patienten. Und deswegen ist die Technik da bislang noch nicht so weit. Wir sind da ja auch am UKSH dran, das zu verbessern. Aber es ist halt komplex, und da kann man weder als Informatiker einfach hingehen und sagen, ich programmiere das mal, noch kann man als Arzt sagen, wir machen das mal, sondern die Leute müssen miteinander reden, plus der Technik, die dabei ist. Und was dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, und deswegen sind wir auch froh, dass wir das unter diesen Bedingungen machen können. Ich zeige mal gerne in meinen Vorträgen so ein Bild von der VW-Fabrik, und dann zeige ich als nächstes ein Bild von einem älteren Mann, der offensichtlich im Sterben liegt oder zumindest schwer krank ist, und seine Ehefrau steht bei ihm und pflegt ihn, und man sieht mit einem Blick, es ist doch was anderes als eine Autofabrik, denn der Mann, der da liegt, der braucht nicht den hochdigitalen Prozess, sondern der braucht Zuwendung und Menschlichkeit. Und das ist die große Herausforderung, und ich glaube, dass immer mehr Player, sagt man heutzutage, immer mehr Menschen verstehen, auch auf der technischen Bühne, dass wir diese Mischung brauchen, diesen Spagat, also was ist Spagat? Es darf eigentlich kein Spagat sein zwischen der Zeit und der Menschlichkeit für den Patienten und den digitalen Techniken. Und wie Herr de Witte eben schon gesagt hat, wir wollen diese Techniken, damit mehr Menschlichkeit am Patienten ankommt, und das ist auch das Tolle. Und ich glaube, dass deswegen auch inzwischen so viele Leute davon begeistert sind, das zu machen. Vielen Dank, Professor Wiekamp. Das, was es an Innovationen gibt, das wird ja in Schleswig-Holstein schon gemacht, das Internet of Things an der Universität zu Lübeck. Herr Professor Schrader, ich habe da mal so ein Patientenbett gesehen bei Ihnen am Stand. Was geht da? Wohin geht die Reise? Ja, ich stehe ja im Prinzip nicht als Einzelperson hier, sondern als Mitglied eines interdisziplinären Forschungszentrums, das an der Universität zusammen mit der Firma Cisco am Anfang dieses Jahres gegründet wurde. Und bei uns ist der Name Programm nämlich Open Innovation, das heißt offen für Partner, Innovationen voranzutreiben im Bereich Connected Health, also vernetzte Gesundheit. Und Vernetzung meinen wir, ich bin aus der Telematik, aus der Informatik, Vernetzung zwischen Maschine und Maschine. Das haben wir in den 60er, 70er Jahren quasi vollendet. Das ist dann im Internet gemündet, aber auch zwischen Maschine und Alltagsgegenstände. Das ist das Internet der Dinge, das jetzt auf uns zukommt, aber eigentlich was auch... Was sehen wir da? Beschreiben Sie mal, Ich komme sofort auf den Satz, der Ihre Frage dann konkretisiert beantwortet. Und das Letzte ist aber das Entscheidende, und das leitet eben in dieses Bett über, die Vernetzung von Computern mit Menschen.
Und das ist im Krankenhaus im Moment noch so ein bisschen wie in den 80ern. Da gibt es PCs, da gibt es Wagen mit Laptops, da gibt es vielleicht auch Handheld-Rechner, die man in der Hand hat. Was wir aber glauben, in den 90ern, inzwischen sind wir schon ein paar Jahre weiter, aber das hat natürlich alles eine ganze Reihe von technologischen Komponenten gegeben in der Entwicklung. Wir glauben aber, die Rechner müssen verschwinden. Sie müssen invisible werden, sagt man so schön im amerikanischen Raum. Und das heißt, die Prozesse müssen in den Vordergrund und die direkte Ansprache der menschlichen Bedürfnisse, das haben wir ja gerade gehört, Patienten zum Beispiel mit einzubeziehen. Und in unserem Patientenzimmer, das wir da vorne am Stand dann auch exemplarisch zeigen, geht es darum, wie können wir ohne sichtbare Computer trotzdem Computerfunktionalität für den Alltag, insbesondere jetzt in Intensivkliniken, verwenden. Und das kann ganz trivial sein, wie zum Beispiel an einer Deckenprojektion zu sehen, wie draußen das Wetter ist, weil in der Intensivmedizin kein Fenster ist. Ganz trivial. Oder ich habe an der Seite eine Beamer-Projektion mit dem Frühstück bei Angehörigen, damit ich zusammen mit meiner Frau im Bett in der Klinik frühstücken kann, während sie zu Hause ist. Aber es geht natürlich viel weiter. Ich möchte Sie aber da nicht voll labern. Nee, das sind ja die spannenden Punkte. Was erwarten oder was dürfen wir vom Krankenhaus der Zukunft erwarten? Aber ich muss Herrn Rong noch mal fragen. Das sind ja alles tolle Sachen, die wir hier entwickeln, die Philips entwickelt, IBM entwickelt, Professor Schrader entwickelt. Wie wird das finanziert? Also wer bezahlt das? Also ich glaube, wir reden ja immer von evidenzbasierter Medizin. Also Sie müssen doch nachweisen, dass sowas, was Sie dort erfinden, was Sie dort machen, was Sie auf den Markt bringen, dass das auch funktioniert. Aber das können Sie ja nur, wenn Sie es auch erprobt haben. Wie geht das? Ich glaube, die Hauptfrage ist tatsächlich, wie werden Innovationen, die am Ende nutzenstiftend sind, finanziert? Und da gibt es vielleicht zwei grundsätzliche Dinge, die man differenzieren muss. Das eine ist, wenn der Prozess besser wird, und besser heißt dann oft auch effizienter, dann werden auch Menschen und Unternehmen bereit sein, das zu machen. Viele Dinge, gerade wenn es zum Beispiel auch um Chronikerbehandlung, Betreuung geht, die man mit Digitalisierung besser machen könnte, die müssen sich erst erweisen. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass man hier Partner braucht, Menschen braucht, Akteure braucht, die Mut haben, die bereit sind, pilothaft Dinge anzuarbeiten und auch ohne diesen, sagen wir mal, am Anfang stehenden Evidenznachweis sich trauen, Dinge zu tun. Weil sie brauchen 2 bis 5 Jahre, bis sie was nachweisen können, mindestens. Und wenn sie jetzt der IQWiG-Logik in diesen Bereichen auch folgten, dann kriegen sie keine Innovation rein. Also konkret, um Innovation in unser System reinzubekommen, braucht man Mut, man braucht Vordenker. Und ich sage immer ganz einfach, man muss es dann TUN tun. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich sehe, weil alle Akteure sich so ein bisschen bedeckt halten. Die Krankenkassen haben sehr zugeknöpfte Taschen. Davon sind alle aus dem Krankenhaus. Heute nicht. Heute sind sie die Wir großen. Wir sind froh, dass sie da sind. Ja, dass sie da sind, das ist auf jeden Fall richtig. Und sie sollten auch genau zuhören, in Anführungsstrichen, dass nämlich sie auch mal Mut haben müssen, um Dinge zu versuchen, die vielleicht heute sogar mehr Geld kosten, aber am Ende extrem viel Geld sparen können. Mhm. Herr Vollings, ich würde gerne noch mal hören, was macht Philips im Augenblick konkret an Apps, an Variables? Ja. Was passiert da? Was tragen wir bald mit uns rum? Sie haben so das iPhone gezeigt, aber was ist da dann drin? Naja, ich glaube noch mal auch, lass mich noch mal zurückkommen, dann werde ich noch mal Ihre Frage beantworten. Ich glaube, die Kostenträger werden auch eine große Rolle spielen. Also ja, wir investieren darin, aber es ist auch wichtig, dass wir, wenn wir über Digitalisierung sprechen, Vernetzung sprechen, sprechen wir über ein Ökosystem, waar natürlich auch die Kostenträger, Krankenkassen eine wichtige Rolle spielen. Auf Ihre Frage, ein Projekt, welches wir jetzt machen, ist in Mecklenburg-Vorpommern, ist Herzeffekt Mecklenburg-Vorpommern, wo wir eigentlich Menschen mit Herzproblemen, mit Herzinsuffizienz begleiten, um eigentlich zu präventieren, dass sie im Krankenhaus kommen. Und das machen wir mit Wearables. Also das Erste ist, dass die Patienten werden wirklich gut selektiert, so das ist eine gute Triage, da haben wir auch viel Analyse, aber das werden natürlich auch die Hausärzte niedergelassen machen. Wir haben natürlich die Wearables, die dann diese die dann jeden Tag Gewicht, Blutdruck, aber auch wie viel man läuft, messen. Das wird gespeichert und es wird dann auch, wenn die Patient das natürlich beprüft, wird das auch gezeigt an die Hausarzt, aber auch an den Care Coordination Center in Rostock, wo die Kardiologen sind. Und die werden dann diese
Patienten mit telemedizinischen Lösungen begleiten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, was man schon machen kann, auch im Rahmen Prävention, weil ich glaube, es ist wichtig auch, dass wir mehr in Prävention machen werden. Das Gute ist, man hat viel auf diese, in Deutschland auch Pilote. Ich habe nochmals gesagt, wir haben noch mehr Piloten als die ganze Lufthansa. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Mal, das ist ein Projekt. Und das Gute ist, das machen wir zusammen mit der Uni in Rostock. Wir wollen gerne auch mit UKH so ein Projekt machen. Aber wir machen das hier mit der Uni in Rostock. Wir haben die Niedergelassenen da einverbunden. Aber was auch wichtig ist, wir machen das zusammen mit die AOK Nordost und die Technikerkrankenkasse. Mit natürlich das Ziel, und ich glaube, das ist das Wichtige, um da mal zurückzukommen, um das in die Regelversorgung zu bekommen. Das dauert 2 Jahre, 3 Jahre, das ist dann so, aber es ist wichtig, dass wir da tatsächlich auch die Ergebnisse haben, um das tatsächlich auch in die Regelversorgung zu bekommen, weil ich glaube, dann machen wir wirklich Schritte. Perfekt, danke schön, Herr Vollings. Herr de Witte, noch eine andere Frage. Was macht IBM? Wo sind die konkreten Produkte, die IBM für die Patienten auf den Markt bringt? Was erwartet uns? Wir machen keine Produkte, die direkt am Patient gehen. Wir helfen das UKSH, bessere Produkte an den Patienten zu bringen. Also wir helfen Unternehmen. Wir leben auch nicht vom Data wie andere Internetunternehmen. Aber wir sind sehr gut mit Daten. Also wir sind sehr gut mit Daten zu speichern, Daten zu verarbeiten, also die Datenintelligenz zu generieren. Und ich habe ein Projekt, das ich aus Deutschland nehmen kann. Da arbeite ich mit einem führenden Professor für Leukämie-Diagnostik. Der hat 500.000 Bio-Samples, das heißt das Rückenmark und das Blut von Patienten, die mal diagnostiziert worden sind, hat er eingefroren 12 Jahre lang. Da nehmen wir die Genome daraus und wir versuchen die ganze Diagnostik, die heute 10 bis 14 Tage geht, auf die Genomdiagnostik zu überlagern durch das Anwenden von künstlicher Intelligenz. Damit wir, und was der Traum ist von Professor Haverlach, ich sage dann, der PayPal für Leukämie-Diagnostik generieren können, weil am Schluss braucht es dann nur einen Sequenzierungsdatensatz, die dann gebraucht wird, um die Diagnose zu stellen. Und das macht man dann in Stunden anstatt Tage. Und dadurch kriegt Professor Haverlach Wissen, die er weltweit wieder nutzen kann, um bessere Produkte zu skalieren und zu forschen. Das ist unter anderem ein Projekt. Und gemeinsam mit dem UKSH haben wir jetzt eine Innovationshub, eine Plattform generiert. Wir sind als IBM sehen wir uns als Plattform für Innovation. Das heißt, wir laden Sie auch gern ein, Herr Frühlings, wenn Sie sagen, Sie möchten mit dem UKSH Innovation machen, dann sind Sie herzlich willkommen in diesem Hub. Wir liefern die Technologieplattform und wir liefern Technologie und auch der Hackathon, wozu Sie jetzt die Resultate sehen werden. Das läuft auf dieser Plattform, die wir zur Verfügung gestellt haben. Perfekt, danke, Herr de Witte. Also, finde ich sehr spannend. Also, Herr Professor Wiekamp, was bedeutet das? Wir hören immer über Patienten, aber im Krankenhaus arbeiten ja viele Leute, also am UKSH 13.000 Menschen aus diesem schönen Land, das sind 2.500 Ärzte, 3.600 Pflegekräfte. Was bedeutet jetzt diese ganze Entwicklung für die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten? Also die Entwicklung kommt ja und wir haben ja vor allem Hoffnung, muss man sagen. Sie wissen noch nicht genau, was wirklich dabei rauskommt. Das, woran es ja überall in Deutschland gerade mangelt, ist letztendlich, dass wir Zeit haben für Patienten. Ich glaube, wir sind im UKSH da noch ganz gut aufgestellt. Aber Sie alle wissen, dass es einen Pflegenotstand bundesweit gibt. Und auch im ärztlichen Dienst es teilweise Probleme gibt. Da haben wir zumindest an der Uniklinik keine Probleme. Wir haben genug Ärzte, aber auch das ist in anderen Häusern anders. Und das ist unsere größte Hoffnung, dass wir da Unterstützung kriegen von digitalen Techniken. Dieser Aspekt, tastaturloses Krankenhaus, also wir würden, glaube ich, alle Purzelbäume machen, wenn das dann endlich da ist. Und wir glauben auch daran, dass das kommt. Da sind auch so ein paar Kleine kann ihm aus dem Weg räumen muss, aber dann wird es das bald geben und das wird so eine Erleichterung sein, wenn Sie plötzlich nur noch dem Knopf im Ohr sagen, Patient XY hat Bauchschmerzen, Patient YZ braucht morgen dieses Medikament und zu dem nächsten Patient erinnere mich bitte nachher daran, dass ich nochmal in Ruhe zu ihm hingehe, um mit ihm in Ruhe zu sprechen. Solche Dinge wären großartig und ich bin überzeugt davon, dass das auch nicht mehr allzu lange
dauert. Und ich hoffe, dass auch ich das in der Patientenversorgung noch mitkriegen werde. Was dahinter steckt, leider, damit das funktionieren kann, ist eine vernünftige Software, die letztendlich den ganzen Patient durchs Krankenhaus trägt. Das, was wir heutzutage Klinikinformationssystem nennen, sind größtenteils in Deutschland leider noch Strukturen, die sich nicht am Patientenprozess orientieren. Man munkelt, dass jetzt Bestrebungen gibt, da neue Softwares aufzusetzen. Das ist die Grundlage. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu technisch, aber ja, das sind so die Wege. Also, ja, am wichtigsten, wir müssen nicht mehr ständig schreiben, sondern wir können, während wir rumlaufen, Dinge diktieren, auch für die Pflege ganz wichtig. Dann habe ich große Hoffnung auf Pflegeroboter, nicht um die menschliche Zuwendung zu ersetzen, sondern dass die Pflegekraft, der Pfleger, die Krankenschwester mehr Zeit für den Patienten hat. Das heißt, die Schwester bringt nicht mehr selber die Urinflasche weg, sondern hinter ihr ist der Roboter und dem drückt sie die in die Hand. Und der bringt auch die Bettwäsche weg und vielleicht macht er sogar auch das Bett. Und die Krankenpflegekraft hat Zeit, sich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Mhm. Und es ist noch ein weiter Weg, bis wir die Symptome, da wird es ja eben angesprochen, bis die gar keine Rolle mehr spielen. Ich glaube, dass es noch lange Zeit wichtig ist, dass wir zuhören. Es wird nicht alles über Biomarker gehen, es wird nicht alles über Genetik gehen, sondern es ist auch wichtig, zuzuhören, sowohl für Diagnostik und für das Erkennen von Problemen, die der Patient hat, aber auch aus menschlichen Gründen, denn auch das hilft. Sie hatten es ja bei Ambient Care und solchen Dingen angesprochen oder angedeutet eben schon, das Drumherum ist auch wichtig, wie man sich fühlt, Selbstheilung, diese ganzen Dinge spielen eine Rolle, da gibt es inzwischen zig Studien, also für sowas hätten wir dann mehr Zeit, insofern die Roboter und das einfach Reden in den Raum, mit den Techniken dahinterstehen, die aufwendig sind, das ist so unsere größte Hoffnung, dass das bald kommt. Dankeschön, Professor Wiekamp. Als vorletzte Frage würde ich gerne Professor Schrader und Herrn Rong fragen. Wie muss sich unser Gesundheitssystem ändern, damit dies alles funktionieren kann? Eine kurze Antwort bitte. Ja, wünscht ihr was? Das fragen Sie den Informatiker. Genau. Ja. Ja. Naja, sagen wir mal, also aus meiner Sicht, ich kann ja nur aus technischer Sicht das beschreiben, wäre es natürlich schön, wenn es eine Öffnung gibt, vielleicht für mehr Experimente. Wir sind so ein bisschen überreguliert im Technischen. Es kommen sofort die Argumentationen über Datenschutz und Privatsphäre, die ja auch sehr wichtig ist. Aber da sind wir in Deutschland schon sehr, sehr speziell aufgestellt. Und bei internationalen Kongressen werden wir da zum Teil auch ein bisschen belächelt. Also wir machen Exkursionen natürlich oft in andere Länder, in denen der Datenschutz zwar auch wichtig ist, aber nicht immer als erstes genannt wird. Mhm. Und in Deutschland spricht man immer erst davon, was sind die Risiken und was kostet das? Und man könnte natürlich auch einfach mal so ein klein bisschen diese euphorische Diskussion stellen, was kann ich damit machen und wo kriege ich das? Ja. So, und dann kann man das ja isoliert testen und dann, natürlich hat das negative Konnotationen, die man abtesten muss und das ist ja alles klar, aber dann kann man ja, Transformationswege aufzeigen, die dann es uns ermöglichen, das dann auch im Realbetrieb sinnhaft zu verwenden. Perfekt, vielen Dank. Herr Rong, was muss sich im Gesundheitssystem ändern, damit wir von diesen Segnungen teilhaben können? Also in weiten Teilen ist ja unser Gesundheitssystem ein Krankheitsversorgungssystem. Das heißt, mein Wunsch, ich bin zwar auf der Wunschseite, wäre, dass wir uns darum kümmern, dass wir gar nicht erst krank werden. Wirklich zu einem Gesundheitssystem zu kommen, das wäre der erste Wunsch. Der zweite Wunsch ist, wir brauchen mehr Freiheit zum Probieren. Das glaube ich, ein und auch ja alle. Dass wir einfach Eckpunkte und Leitplanken definieren, aber dann auch Akteure Dinge probieren können. Und wenn die gut sind, setzen sie sich durch. Also mehr Mut, mehr probieren, ich glaube, das würde uns allen helfen. Okay, hoffentlich haben alle zugehört. Herr Fullings, Herr de Witte, Ihnen würde ich jetzt nochmal zum Schluss gern die Frage stellen, ist bald der Algorithmus der bessere Arzt oder werden wir Ärzte noch brauchen? Kurz, Herr de Witte, am Anfang, Sie haben das Schlusswort. Ich glaube, dass ich das am Anfang auch gesagt habe und Dr. Wiekamp hat das auch gesagt, es geht nicht darum, Ärzte zu ersetzen, es geht darum, die Probleme, die Ärzte haben, zu lösen. Wenn ich persönlich wählen kann zwischen einem Arzt, die Zugang hat zu einem intelligentes System, die Zugriff hat auf das Wissen der ganzen Medizin und alle Erfahrungswerte von den ganzen Ärzten von weltweit. Und ich kann wählen zwischen einem Arzt, die nur seine eigene 40 Jahre Erfahrung reinbringt und nur seine eigene Umgebung gesehen. Da weiß ich, welcher Arzt ich wähle. Der Arzt, die Zugang hat zu Wissen. Und hoffentlich ist er dann auch noch empathisch. Verstehe ich. Herr Fullings, wie sieht's aus? Ist der Algorithmus bald der Arzt der Zukunft? Nee, ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz die Arzt ersetzt, aber ich glaube, die Kombination zwischen Arzt und die künstliche Intelligenz, bin ich überzeugt, dass wir schnellere,
definitive, bessere First-Time-Right-Diagnose stellen, weil viele wissen das nicht. Da passieren noch viele Fehler. Und ich glaube, da können wir mit künstlicher Intelligenz und besser brauchen von Daten noch guten Schritten machen. Perfekt. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. In einer halben Stunde deutsche, europäische Top-Experten auf der Bühne zu haben und in einer halben Stunde die Welt und die Zukunft erklärt zu kriegen, sowas gibt's nur in Kiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön.